Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruderbaustelle. Und wir haben jetzt Folge 3 für unseren Volvo Dumper Umbau von Bruder. Und im ersten Teil haben wir ihn ja zerlegt. Da haben wir uns die Einzelteile angeschaut, haben alles mal auseinandergebaut, damit es dann weitergehen kann. Im Teil 2 haben wir die hintere und die vordere Fahrachse, die Antriebsachsen eingebaut. Und heute geht es an die Radadapter, damit die natürlich dann auch schon soweit sind, dass wir die einfach einbauen können. Und dafür habe ich euch das Radadapter-Set mitgebracht. Wer schon mal einen meiner Bausätze in den Händen hatte, der kennt das ganze Spiel schon. Für alle anderen zeige ich euch das jetzt natürlich, wie wir aus den Bruderrädern Antriebsräder machen für unsere Achse. Ihr dürft mir wieder über die Schulter schauen und dann legen wir los. So, so soll das Endergebnis dann mal ausschauen, von den vorbereiteten Rädern her. Und jetzt müssen wir einfach mal schauen, wie das geht. Das heißt, wir müssen erstmal hier die Achse rausmachen. Habe ich kennt ihr von den anderen Videos. Das heißt, am besten irgendwo einspannen, Akkuschrauber, Bohrmaschine, Gas geben, bis es warm wird und dann einfach rausziehen. Das war er auch schon, der erste Streich. Die Dinger sind alle raus. Und damit es da so ausschaut, müssen wir ein bisschen Platz machen. Denn das sind unsere Radadapter. Die kommen hier später hinein. Hier empfehle ich in diesem Zug nochmal, bohrt die kurz vor. Die Löcher sind alle drin. Rundrum. Aber ihr tut euch nachher einfach einfacher, wenn dann durchgebohrt wird, wenn hier einmal schon vorher durchbohrt. Das heißt, einfach einmal ringsrum mit einem 1,5er Bohrer. Einmal ringsrum bohren. Dann ist das nachher alles noch viel einfacher. Ich habe das bei mir schon gemacht. Aber jetzt müssen wir erst den Reifen kurz vorbereiten. Und wir brauchen unten stehend 1,5 Zentimeter. Ungefähr. Dürfen auch 1,3, 1,4 sein, also nicht mehr als 1,5 auf jeden Fall. Und wir haben eine Gesamthöhe hier bis runter von 35 etwa. Heißt, wir können 2 Zentimeter von dieser Kante hier nach unten hin wegnehmen. Und jetzt möchte ich natürlich nicht alles ausmessen, sondern ich mache mir das einfach. Ich habe hier meinen Seitenschneider und die Klinge hat 2 cm. Das heißt, ich kann jetzt mit dieser Zange einfach einmal ringsrum schneiden. Dann habe ich eigentlich auch schon alles auf der richtigen Höhe. Kann das dann grob runterschneiden und mit dem Dremel dann einfach nur kurz nachbearbeiten, so dass es danach so aussieht. Hier, ich zeige es mal ganz kurz, ist ein bisschen was weggebrochen. Ist aber nicht schlimm. Ja, der zentriert nach wie vor über die Mitte und über den unteren Ring selber. Das ist also kein Problem. Das heißt, ich gehe hier hin, setze die Zange oben an, mache einen Schnitt. So, und das mache ich jetzt hier einmal außen rum. Auch. Ihr könnt das natürlich auch mit der Fräse machen oder mit dem Dremel machen. Ihr könnt es auch mit einem Löffel auskratzen. Es ist mir eigentlich relativ egal. Da muss jeder seinen Weg finden. Das hier ist auf jeden Fall der, mit dem ich mir am einfachsten tue. Und ihr seht schon, ich habe ganz grob die Höhe schon mal überall festgesteckt. Damit, mit diesen 2 cm. Ich bin ein bisschen drunter. Wie gesagt, ist nicht schlimm, ob das jetzt 1 cm oder 1,5 sind. Spielt hier keine Rolle. Das nehmen wir auch raus. Am Ende muss der Radadapter reinpassen und sitzen. Und das ist das Wichtige. Und in meine Reifen hat auch auf dem Parcours noch keiner reingeguckt. Also es spielt eigentlich auch keine Rolle,
wie das da drin ausschaut, solange es dann passt. Wenn ich hier noch sauber mache. Ich kriege immer wieder die Fragen, also die Radadapter sind nicht nur aus Plastik, gell? Also es würde nicht halten. Dieses reine Plastikzeug, wo sollen die Schraube sitzen? Also es wird ja mit einer Madenschraube festgemacht auf der Welle nachher, auf der Motorwelle. Und die im Plastik alleine hält die natürlich nicht. Und die Radadapter sind natürlich jeder für sich an der Drehbank ausgearbeitet. Die sind auf Präzision gedreht, damit die da nichts eiert. Gell? Also das ist jetzt nicht einfach nur, wir bohren mal hier irgendwo ein Loch hinein. Nein, das ist alles sauber auch gearbeitet, auch wenn es auf den ersten Blick natürlich wie ein Plastikteil ausschaut, steckt doch etwas mehr dahinter. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich kann ja mal gucken von der Höhe her, am besten man stellt es mal so auf die maximale Höhe ein, was wir haben dürfen, also 15 mm, 1,5 cm und dann kann ich hier schon mal gucken, wo ich ungefähr bin. Also ich bin relativ gut überall. Bisschen kann noch weg, das mache ich jetzt mit dem Dremel sauber und nochmal einmal richtig grad. So sieht das Ganze schon sehr sauber aus. Ich kann jetzt noch ein bisschen die Kanten wegmachen. So. Sieht auch wunderbar aus. Und wir schauen nochmal von der Höhe her. Also ich bin überall drunter. Nichts mehr, was nach oben schaut. Und jetzt setze ich hier einfach meinen Radadapter rein. Und der ist schon selbst zentriert. Ihr habt wieder gehört, da ist so ein Klick mit drin. Machen wir mal. Der sitzt auch schon. Da geht nichts mehr weg. Das passt. Ich traue dem aber natürlich nicht und ihr wisst, ich will es nicht festkleben, würde aber auch gehen. Also nochmal, für die Leute, die hier draußen die Schrauben nicht haben wollen, ihr könntet den auch hier reinkleben. Geht auch, ist aber nicht meins. Ja? So. Hier, und durch dieses Loch, bohren wir bis vorne durch. Und es sind wieder kleine Schrauben mit dabei. Ein bisschen anpieksen, dann geht es mit der Schraube auch leichter. So ist sie. So. Ist übrigens ein 1,5er Bohrer, den ich hier benutze. Und den muss man halt so weit lang einspannen, dass der auch wirklich da durchgeht. Aber es sind jetzt keine Spezialbohrer. Oder irgendwas, sondern die sind bei mir in der ganz normalen Länge. Wir bohren also jetzt einmal ringsrum durch. Und nochmal, der Radadapter ist schon fest, der hat schon geklickt. Wir müssen ihn nur noch einmal von außen anschrauben. So, jetzt haben wir hier die Löcher drin. Da setzen wir jetzt überall dementsprechend eine Schraube an. So, und fertig ist das Ganze.
Ihr seht, wir brauchen keine Drehbank, wir brauchen kein Spezialwerkzeug. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Hält nachher wunderbar auf der Welle. Die Originalreifen sind toll. Die passen auch gut dazu. Es muss nicht immer irgendwie die Gummibereifung sein. Natürlich ist sie auch schön. Ich bin ganz zufrieden damit. Ich behalte mir die Optik. Ich kann die jetzt natürlich nochmal umlackieren, die kleinen Schräubchen. Dann wird auch von der Optik her natürlich nochmal ein bisschen was anders. Wir sind da völlig frei, offen und ihr seht, es geht schnell, es geht einfach. Ich brauche kein Spezialwerkzeug, ich brauche keine Drehbank oder ähnliches. Funktioniert. Ich mache jetzt die anderen noch fertig. Da braucht ihr mir nicht dabei zuzuschauen. Ihr habt ja jetzt einmal gesehen, wenn ihr die anderen sehen wollt, die funktionieren ganz genauso. Und ja, dann mache ich das erstmal. Das war sie auch schon, die Folge 3. Wir haben 6x Radadapter eingebaut. Einen habt ihr ja live gesehen, gerade eben. Die anderen habe ich noch schnell gemacht. Die sind soweit alle fertig. Ich baue sie jetzt noch nicht aufs Modell, denn es ist einfach einfacher zu bauen, weil es so da liegt, wie es jetzt da liegt. Und die Räder noch nicht dran sind, man kommt überall besser hin. Und die Räder sind ja wahnsinnig schnell hin montiert. Das heißt, auch hier haben wir wieder, ich kann die jetzt ein bisschen reinknicken, ein Loch, da sitzt die Madenschraube drin, diese sind, ist ja alles schon mit dabei. Das heißt, ich brauche sie nur noch aufstecken, festschrauben auf der Welle vom Motor und schon geht's los. Ja. Soweit, so gut. Was fehlt noch? Wir müssen noch die Lenkung einbauen in den Dumper und die Easy-Kipp-Mechanik. Ja. Es freut mich, wenn ihr dann bei den nächsten Folgen wieder mit dabei seid. Abonniert meinen Kanal. Ich verlinke hier unten wieder alles. Meine Seite www.rc-bruderbaustelle.de, wo ihr die Bausätze bekommt. Ich verlinke auch die anderen Sachen. Ihr fragt mich ja immer, welche Werkzeuge und was ich da wieder verwendet habe. Werde ich auch mal wieder mit unten verlinken. Baubericht gibt es auf meiner Seite. Alles andere sehen wir dann, wenn Fragen sind, Anregungen hier bei den Kommentaren reinschreiben oder mir eine E-Mail schreiben, dann schauen wir, was wir machen können. Dann freut es mich, wenn ihr wieder einschaltet und bei den nächsten Folgen geht's weiter. Bis dann!